Hallo, danke wieder fürs Einschalten. Heute abschließend zu den Datenbanken. Hier mal noch ein bisschen Ergänzungen dazu, und zwar zu dem Fremdschlüssel. Es ist mittlerweile ein bisschen viel Code geworden. Ich würde den dann mal wieder in die Beschreibung unten rein schreiben, damit ihr damit ein bisschen experimentieren könnt. Was ich mal noch zeigen wollte, auf jeden Fall, ist dieser Befehl, Pragma Foreign Keys ist gleich on. Das heißt also, je nachdem, was ihr für eine Version habt, kann man damit eben die Fremdschlüssel, also den Fremdschlüsselzwang anschalten, beziehungsweise wenn ihr ja offen schreibt, auch ausschalten. Also wenn ihr euch unsicher seid, am besten den Befehl so nehmen, damit das Ganze in dem Sinne dann auch ganz einfach funktioniert. Ich scroll mal ein bisschen runter. Das hatten wir hier im letzten Video alles schon behandelt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den Befehl Insert Lieferanten, also in die Lieferantentabelle beim Lieferantennamen und bei der Gruppen-ID die folgenden Values, also die folgenden Werte: die Elektro GmbH, das ist also dann der Lieferantenname, und dann hinten die Gruppen-ID. Wir hatten ja die Gruppen-ID 1, 2 bis 3 insgesamt, und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wir machen eine 4 draus, gibt es die ja nicht, die Gruppen-ID, also das Liefergebiet Nummer 4. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf Ausführen gehe, kommt hier dann so ungefähr ein Fehler: Foreign Key Constraint Failed. Also der Fremdschlüsselzwang ist da schief gegangen, weil es einfach nicht zugeordnet werden kann. Und das ist jetzt zum Beispiel auch schon so ein Vorteil dieser Verbindung, dass man eben solche Fehler eben aufdecken kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal die 3 eingebe, müsste es theoretisch wieder funktionieren, und wir sehen, es funktioniert wieder. Wir haben also die Elektro GmbH, das ist hier dann der Tabellenplatz 1, Elektro GmbH, und hinten dann eben die Gruppen-ID, also das Lieferungsgebiet 3, und das ist in dem Fall eben international, was wir ja festgelegt hatten. Und wie gesagt, wenn ich hier die 4 eingebe, kommt eine Fehlermeldung, weil wir kein Liefergebiet Nummer 4 haben. Dazu kann man zum Beispiel das Ganze nutzen. Es gibt noch ein paar Befehle, die ich einfach mal noch mit zeigen wollte. Wie gesagt, ich schreibe das dann alles in die Beschreibung mal mit rein. Hier, wir nehmen hier mal den Strang mit createTableIfNotExists, wo wir einfach die Tabelle erzeugen, Lieferanten mit den folgenden Columns, also folgenden Spalten. Dann hier haben wir den Foreign Key festgelegt, haben wir alles im letzten Video gemacht. Und jetzt kann man hier unten drunter noch hinschreiben: on setup, on update, on update set 0 bzw. on delete set 0. Das heißt also, ändern wir den Primärschlüssel, dann ändert sich der Fremdschlüssel, also in der Tabelle der Fremdschlüssel, die Werte auf 0 sozusagen. Das heißt es also wird es geupdatet oder gelöscht, ist durch die Verbindung dann die Werte dort automatisch gleich 0 sozusagen. Wie gesagt, der ganze Code, den habe ich euch mal zur Verfügung gestellt, und am besten mal selber ausprobieren, mal verschiedene Sachen ein- und ausblenden. Ruhig auch mal hier mit den Hauptgruppen, sage ich mal, die wir hier festgelegt haben, experimentieren. Also mal löschen, ändern, schauen, was passiert dann in der untergeordneten Gruppe. Das könnt ihr in dem Sinne alles mal selber machen. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. So, das war es jetzt soweit von den Datenbanken erst einmal, und ja, euch Dankeschön wieder fürs Zuschauen.